Hallo mal wieder bei Hair for Life. In diesem Beispiel wurde der komplette Vorderkopf rekonstruiert. Und genau so sollte das Resultat einer Haartransplantation aussehen. Einzelne Haare in den vordersten Reihen, ein unregelmäßiges Haarliniendesign, eine angemessene Dichte und halt eben ein Resultat, das auf keinen Fall von Außenstehenden als Haartransplantation erkannt werden kann. Eine Haarlinie, die zum Gesicht passt. Und vor allem aber auch eine Haarlinie, die von der Höhe her eben so angelegt ist, dass der zukünftige Haarausfall mit eingeplant wurde und noch ausreichend Spenderhaare für die Zukunft vorhanden sind.